Heyo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es gab wieder ein bisschen Zuschauerpost und da schauen wir heute rein. Habe ich eigentlich jemals was anderes gesagt beim Start? Was willst du großartig sagen, ne? Naja, wir gucken. Es gibt also wieder Pakete. Ich wollte eigentlich mit diesem hier anfangen, aber so kurz darauf kam dann noch dieses, ja, Paket kann man es jetzt nicht nennen, ein kleines Päckchen an. ESD-Gruß aus München. Hier geht's der PS4. Absender hiervon ist Anton. Er hatte mir damals in Zuschauerpost Folge 19 seine PS4 zugeschickt, die ursprünglich ohne Festplatte kommen sollte, aber da dachte sich aufgrund meiner Anleitung, ja komm, mach ich das Ding komplett sauber in eine Festplatte rein und schick's Philipp zu. Die sitzt jetzt da quasi unterm Tisch. Chiara lernt da vorne gerade, beziehungsweise ja, nicht direkt. Jedenfalls hatte ich meine andere PS4 verkauft. Da war, glaube ich, eine 1-Terabyte-Platte drin. Die war so schnell weg, da konnte man gar nicht gucken. Und auf der anderen wird dann hier und da The Last of Us gespielt. Da ist gerade mein PC ausgegangen. Einfach so. Warte mal. Chiara sagte gerade, sie hat sich teleportatisch dazu entschieden. Ich kann euch jetzt... Genau. Der ist neu gestartet. Einfach so. Aus dem Nichts. Zum Glück habe ich vorhin noch das letzte Videoprojekt gespeichert, sonst wäre das jetzt auch wieder weg. 2 Stunden Arbeit oder so, oder 3. Ja, da muss ich dann auch wohl mal ran. Aber ja gut, danke auf jeden Fall hierfür. Ich habe davon zwar ein paar, aber davon kannst du eigentlich nicht genug haben. Vor allem hier drin. Na gut, Grafikkarten kannst du jetzt nicht fallen lassen aus irgendwelcher Höhe. Aber wenn die Teile hier drin gelagert werden, dann kann auf jeden Fall elektrostatisch erstmal nichts passieren. Und ich denke, wenn ich dann mal irgendwie eine Grafikkarte oder Arbeitsspeicher verkaufe, wenn das dann so geliefert wird, dann kommt das noch ein bisschen professioneller rüber. Ich habe zwar, glaube ich, hier noch so ein paar Antistatikfolien, aber Arbeitsspeicher passt da noch so gerade eben rein, aber eine Grafikkarte, ne? Dann nehme ich dann entweder sowas oder ganz normal die Mainboard-Antistatikfolien. Aber wo kriegt man... Also ja klar, die kannst du bei eBay kaufen, aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen. Warte mal, ne, hier kannst du alles reinpacken, die kannst du oben einfach zumachen. Ja, ja, das ist wohl cool. Ob ihr es glaubt oder glaubt, diese Antistatikfolie, die lag hier jetzt einen Tag rum, weil da eine Grafikkarte drin war. Vielleicht war das auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Philipp, lager die Sachen richtig oder so. Jetzt kann ich es auf jeden Fall machen. Und hier kannst du auch alles andere reinpacken, wie gerade schon gesagt. Also ja, das ist cool. Dann dieses Paketchen hier. Das kommt von einem Zuschauer namens André. Und er hatte mir bei Discord geschrieben. Apropos, es gibt einen Discord-Server von mir und in der Beschreibung ist der Link, um dort beizutreten. Also gut, gucken wir mal rein, was drin ist. Hier sind schon überall solche Aufkleber drauf. Vorsicht, Glas. Fragile. Fragile. Ist gut, dass es solche Aufkleber gibt, aber ich glaube, achtet man da wirklich drauf? Also ich würde jedes Paket vernünftig behandeln und nicht nur die, wo so ein Aufkleber drauf ist. Ist da so ein Aufkleber drauf? Nee, ja komm, dann schmeiß eben hoch. Okay. Oh, ein Seitenpanel. Oh, jetzt habe ich den Lüfter dreimal, den riesengroßen. Scheiße. Ich verbreite mal eben alles auf dem Tisch. Ja, servus Philipp. Hier ist der Athos. Ich habe dir letztens das Paket geschickt. Und da wir bisher noch nicht die Zeit hatten, uns irgendwie per Discord zu treffen oder so, dass ich hier mal ein bisschen was erzählen kann über das, was im Paket ist. In dem Paket befinden sich erstmal 2 Laptops. Einmal der HP-Laptop, das ist der kuriose Laptop, wovon ich hier schon erzählt hatte. Guck dir das Gerät einfach selber an. Das Ding ist einfach nur interessant zu berichten, dass sowas überhaupt hergestellt wird. Dann ist da drin noch ein ziemlich performanter Dell-Laptop, wo es ein Problem gibt, was ich bisher noch nicht rausgefunden habe. Ich habe schon monatelang an dem Teil gesessen und habe es nicht hingekriegt. Sobald die Windows-Updates aktiv sind, geht der Laptop, friert einfach irgendwann ein und funktioniert nicht mehr. Also gar nicht mehr, es geht nichts. Dann habe ich dir eine große Anzahl an interessanten Lüftern mit beigepackt. Viele sind ganz normal Plug-and-Play über 3-Pin, 4-Pin, aber manche sind auch welche direkt aus Servern und sowas weiter, die für die Benutzung halt umgepinnt werden müssten. Es sind einige Lüfter dabei, die mal oder die sehr performant sind, falls es mal etwas mehr Luft braucht. Ja, also vorsichtig, wenn du sie benutzt, weg mit den Fingern, die drehen halt auch ganz gerne mal mit 5000 Umdrehungen.
Zwei alte Grafikkarten habe ich noch dazu gepackt, ein Mainboard mit Prozessor und RAM und noch ganz viele kleine Sachen. Vor allen Dingen eins will ich unbedingt dazu sagen, ich habe dir ein original Schweizer Taschenmesser dazu gepackt. Das solltest du dir auf jeden Fall ins Auto packen. Ich habe auch eins da und gehört in jedes Auto. Es ist auf jeden Fall noch sehr viel mehr drin. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich werde dir auch auf jeden Fall noch ein zweites Paket machen, weil ich vieles gar nicht mit eingepackt habe. Überwiegend Laptop-Sachen, also Festplatten, Arbeitsspeicher und Prozessoren habe ich auch noch. Und oh Gott, ich habe noch so viel Kram. Zudem bat er mich noch, als Gegenleistung für die Pakete seinen Instagram-Account zu verlinken. Und da sollte man diesen Code hier benutzen, weil man ihn sonst nicht findet. Ich habe mal reingeschaut, da fallen mir zwei Worte ein: Auto und Blau. Ausgepackt sieht man hier dieses gesamte Sammelsurium. Und ja, zwei Laptops, ein Mainboard, zwei Grafikkarten, ein paar Kleinteile und Kabel und so weiter. Das hier fand ich besonders interessant, so eine Zettelbox. Wo kriegt man sowas her? Wenn man bei MSI arbeitet? Arbeitet jetzt du bei MSI? Oder bei Corsair? Oder bei LG? Oder bei Optima? Ich lade das Teil mal an der Steckdose, vielleicht sagt er mir dann gleich irgendwas. Das Teil lädt jetzt scheinbar, wenn man auf Check drückt, passiert nichts, aber da müssen wir, glaube ich, gleich schauen. Ich meine, hier sind da an der Stelle, da dürften LEDs sein. Hier haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Lüfter. Der hier sieht irgendwie am interessantesten aus, ist wahrscheinlich auch der lauteste von allen, von Nidec. Ich kann mich erinnern, es gab mal irgendwie so ein Doppel-PCI Blendenlüfter, damit man da noch zusätzlich Luft von der Grafikkarte direkt raus ins Gehäuse blasen konnte. Nochmal Nidec. Noch mehr Nidec. Okay. Weiterhin gibt es neben diesen Lüftern auch noch ein paar andere. Den hatte ich ja gerade schon einmal gezeigt und der dürfte auch beleuchtet sein. In irgendeiner Farbe, schauen wir später nach. Diese Teile braucht man ja eigentlich so überhaupt nicht, würde ich jetzt sagen. Aber die sind ganz cool für den Fall, dass man sagt, ich möchte an der Front meines Gehäuses hinter dem Lüfter eine LED-Lichtleiste befestigen. Dann kann man die nämlich hier festmachen mit Draht oder so und dann landet da nichts im Lüfter. Oder naja, generell, wenn man das mit Kabelmanagement nicht so genau nimmt und Angst hat, dass da irgendwie ein Kabel im Lüfter landet, dann haben die natürlich auch eine Berechtigung. So, hier diesen AVC-Kühler. Und AVC ist, glaube ich, nur in OEM-Prebuilds verbaut. Dann gibt es noch diverse Befestigungen für irgendwelche Kühler. Und da sind eine ganze Menge Schrauben drin. Die kommen direkt in die Sammlung. Für den Fall, dass ich irgendwann mal einen Kühler da habe, gucke ich zwischendurch immer, ob da irgendwas passen könnte, was ich schon habe. Ist aber sehr, sehr selten der Fall, weil da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Das Coolste ist aber hier dieser kleine Bieröffner von ESET. 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 Kann man nie genug von haben, von solchen Teilen. Und hier, das ist Thermal Surface Purifier. Also, ich würde sagen, eigentlich ist das Reinigungsalkohol, aber man kann auch sehr viel Geld hierfür bezahlen, um damit Grafikkarten zu reinigen, beziehungsweise die Chips. Ich kann es ja mal ausprobieren, ob das wirklich übermäßig gut ist oder sehr viel besser als Bremsenreiniger oder Isopropanolalkohol und werde dann entsprechend berichten. Dann hier ein paar Kabel für ein Netzteil. Ich habe das Teil hier gerade für ein kleines Tütchen mit Schrauben gehalten, aber da ist eine CPU drin. Oh, das ist Sockel 775. Ah, ist nur ein Pentium 4. Aber gut, immerhin kannst du damit kochen. Ist auch nicht verkehrt. Und hier noch mehr Schrauben. Alles mit in die Sammlung. Ich werde wohl irgendwas finden. Hier ist noch ein HDMI auf DVI-Adapter. Die Dinger sind ganz cool, vor allem für, sage ich jetzt mal, ältere Gehäuse. Wenn man die dann noch verkaufen möchte, da habe ich letztens die Idee gehabt, dazu zu schreiben. Man könnte ja das Teil dazugeben, damit der Monitor einen HDMI-Anschluss hat, weil das irgendwie ein Feature ist, was dann einen Monitor verkauft, auch wenn er noch ein bisschen älter ist. Und dann ist mir gerade ganz spontan beim Schneiden noch was eingefallen. Zu welchem Anlass guckt man meine Videos? Also jetzt nicht, weil jemand Geburtstag hat oder so, sondern, weiß nicht, macht man das nach dem Nachhausekommen oder weil es auf dem Handy vielleicht eine Benachrichtigung gab, wenn denn welche ankommen. Ich weiß, dass manchmal solche Benachrichtigungen, auch wenn sie ankommen sollten, nicht ankommen, aber kannst du auch nichts machen. Ne? Oder irgendwie so eine grobe Uhrzeit oder zum Essen, zum Basteln, was weiß ich, mit irgendwelchen Kumpels oder so oder mit Kindern. Passiert ja immer öfter, dass irgendwelche Väter mit ihren Kindern die Videos gucken und hier, guck mal da, sowas habe ich auch mal gehabt oder so.
Ja, würde mich aber einfach nur kurz interessieren. Hier war noch diese Maus dabei. Ich hatte ja mal gesagt, egal wie die aussieht, man kann sie ja eventuell nochmal retten. Aber hier, die müsste man komplett neu lackieren. Die mag vielleicht super gut sein, aber wenn ich die sauber gemacht habe, dann sieht das in den Ritzen besser aus. Aber das hier wirst du natürlich nicht wieder kriegen können. Vielleicht ist das Teil noch beleuchtet, das können wir einmal prüfen. Ja, in Rot. Ich hatte gerade, glaube ich, schon gesagt, eine Menge Kabel. So viele Kabel sind das tatsächlich diesmal nicht. Und ich hatte, als ich das gesehen habe, weil das direkt oben auflag, dann gedacht, okay, da könnte vielleicht ein Netzteil oder so drin sein. Müssen wir mal schauen. Aber es ist nur dieses eine Kabel. Aber davon eine Sammlung zu haben, ist auch ganz gut. Weil es eventuell mal sein kann, dass man ein Netzteil bekommt, wo genau dieses Kabel fehlt. Und wenn man das dann hat, ist das gut, weil man die Teile meistens nicht so einfach nachbestellen kann. Dazu gab es dann das hier. Das ist so ein Präsentierstab, natürlich auch mit Laser, ist klar. Anscheinend möchte man, dass ich irgendwelche Präsentationen abhalte. Gucke mal. So sieht es im Laser also aus. Am besten nicht reingucken, steht ja aber wahrscheinlich auch drauf. Ja, perfekt. Dazu fällt mir ein, dass ich mal mit einem grünen Laserpointer bei einem HTC Wildfire die Kamera kaputt machen konnte, indem ich da reingeleuchtet habe. Das sah dann so aus, als wäre da Pixelfehler drin oder irgendwie so ein Haar unter der Linse. Kann das sein? Das war richtig komisch. Das war aber auch 2011 oder so gewesen. Zwei Grafikkarten waren ja auch dabei. Hier steht nur Pixelview drauf. Das ist dann wohl der Hersteller von dem Teil. Scheint wohl etwas älter zu sein, aufgrund des grünen PCBs. Und auf der Rückseite steht jetzt nicht wirklich, welches Modell das ist, bis auf N70GE. Und wenn man das googelt, dann kommt dabei raus, dass das eine Nvidia GeForce 7800 GT ist. Sieht aber schon irgendwie interessant aus. Ja, okay. Und diese Karte hier, ATI Fire GL, sagt mir jetzt so auch nichts. Steht auch jeden einfach nur drauf. Fire GL V7350. Mir scheint, als wäre das irgendwie das Quadro-Äquivalent. Da schaue ich auch mal eben nach. Ach ja, und vorher, hier waren auch noch Shutterbrillen dabei gewesen. Für zu Hause. Ich glaube, die kannst du auch mit ins Kino nehmen, aber ist ja gerade leider nicht. Und die Blende hier gehört wohl zu dem Mainboard, was dort liegt. Und da war noch ein Schweizer Taschenmesser dabei. Da dachte ich mir gerade, ja, sowas verschenkt man noch nicht, weil man das ja eigentlich braucht. Es sei denn, man kauft sich dann ein neueres, was dann. Oder ich sagte, glaube ich, mal, ich brauchte ein Messer, um Pakete zu öffnen. Da habe ich auch mal ein Taschenmesser genommen. Vielleicht war das eine Reaktion darauf. Diese Fire GL-Karte sieht ein bisschen interessanter aus. Die hat in 2005 mal 1600 Euro gekostet, Dollar. PC Express einfach. Okay. Und da stand hier noch eine TDP von einer Schnapszahl, 111 Watt. Ein 6-Pin. Das Mainboard hier kommt von MSI mit der eigentlichen Bezeichnung MS7641, aber hier unten, da ist dann Aufkleber mit der richtigen Modellbezeichnung 760GM P23. Das bedeutet auf jeden Fall Sockel AM3. Ich habe gerade schon gebetet, dass es AM3 ist und nicht FM1 oder FM2. Dabei sind dann 2x2 GB Arbeitsspeicher. Ich würde sagen, wir checken dann später mal die Specs dazu, bevor ich jetzt. Oder soll ich jetzt? Nein, ich verschiebe das auf später. Ich habe übrigens die Grafikkarten schon mal hier eingepackt, weil ich es ja jetzt gerade direkt kann. Ja, und dann bleiben noch diese beiden Laptops hier und eine MSI-Flagge. Die kann ich hier leider nicht aufhängen, weil hier nicht übermäßig viel Platz ist an der Wand. So wirklich. Also entweder ist der Besitzer ein MSI-Fan oder der hat da mal gearbeitet, weil wie willst du sonst? Ne? Jetzt die beiden Laptops hier. Ich habe so vorsorglich schon mal an den Strom angeschlossen. Wir fangen mit dem HP-Gerät an, aber ich habe befürchtet, dass das passiert. Von innen sieht er so aus. Hier war scheinbar mal ein Aufkleber und irgendwie meine ich, dieses Modell zu kennen. Allerdings ist der Laptop so im Vergleich, glaube ich, echt ein bisschen dick oder so. Meine Mutter hatte nun mal so einen ähnlichen. Also gucken wir mal, gehst du an? AMD E240. Die löte ich sofort aus und pack da was anderes rein. Das war nämlich bei dem Laptop meiner Mutter auch so gewesen. Ich schaue sofort mal nach, was das Ding für eine Leistung haben könnte. Okay, next one, der von Dell. Der hat hier schon ein kleines Defizit oder so.
Ach nee, da fehlt wahrscheinlich einfach nur die Platte und das Teil würde sonst rausfallen, deswegen hat das festgeklebt. Gucke mal. i7-Aufkleber. Ein Haar von einer Katze. Ich erwarte Großes. Wo habe ich das denn? Womit habe ich das verdient, meine ich? Gehst du an oder? Oh, ja, okay. Warte. i7-4610. 16 GB Arbeitsspeicher. Ja, ist doch cool. Vielleicht wird das dann der künftige Schnitt-PC für unterwegs. Aber typisch von Dell, kannst dir das Teil rausnehmen und dann da mal eben schnell was anderes einbauen. Und wenn ich jetzt noch mein Licht hätte, aber ich kann auch das Handy nehmen. Ist leider doch nicht so, wie ich dachte, dass man hier noch einen Zusatzakku einbauen kann. Aber trotzdem cool. Es ist jetzt der nächste Tag, Yara war da und da haben wir noch einen Film geguckt und in der Zeit habe ich mal einen Cinebench-Test hier mitgemacht. Und auch mit dem Teil von HP. Der Dell-Laptop hat da, glaube ich, irgendwas mit 350 Punkten oder so erreicht, wenn ich mich recht entsinne. Und der HP-Laptop da unten, der hat, glaube ich, irgendwie 20 Punkte oder so erreicht. Und da kannst du mal sehen, diese CPU hier drin, die ist irgendwie 15, 16, 17, 18 Mal besser. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Laptop dreimal so viel gekostet haben könnte, neu, wie das Teil von HP. Also da siehst du mal Preis-Leistungs-Verhältnis bei solchen billigen Dingern. Warte mal. Dabei fällt mir nämlich gerade eine Sache ein. Ich bin ja fast jeden Tag bei eBay Kleinanzeigen unterwegs und gucke, was es da so Interessantes gibt, auch vor allem so für Videoideen. Und da gab es dann, ich glaube, das war dieser Laptop. Die Anzeige findest du jetzt natürlich nicht mehr. Der wurde für 10 € als defekt angeboten für Bastler mit der Beschreibung, würde angehen, aber Windows würde nicht hochfahren. Und er wüsste nicht, wie man das beheben könnte oder sowas. Und der Akku sollte auch nicht mehr der beste sein. Und ich war am Handy gewesen und beim Handy kurioserweise kann man gelöschte Anzeigen noch aufrufen. Das war genau dieser klitzekleine Moment gewesen. Ich habe in dieser Liste, also in der Suchliste, auf die Anzeige geklickt und genau in dem Moment stand dann dort verkauft oder reserviert oder sowas, sodass ich mir das natürlich nicht mehr gespeichert habe, weil es dann schon verkauft war. Warte mal, vielleicht kann ich euch das zeigen. So dürfte das dann aussehen. Also die Anzeige war kurz vorher noch da, man klickt drauf, dann steht da verkauft. Aber man kann sich noch alles durchlesen. Das geht kurioserweise nur auf dem Handy. Am PC geht es nicht. Aber dann könnte ich ja trotzdem das Video machen, weil das ja ein ähnlicher Laptop sein könnte. Da stand nichts zur CPU oder so dabei. Da war nur ein Bild zu sehen, wie der Laptop an war. Ich weiß noch nicht, wie viele Aufrufe das gekriegt hat, aber wenn dann ein funktionsfähiger Laptop für einen Zehner verkauft wird, dann ist er sicherlich nicht oft nicht lange da. Dann könnte ich das Video dazu ja doch noch machen. So, try to fake it until you make it oder so. Das Dell-Teil habe ich einmal zerlegt und da ist mir das hier aufgefallen. Einmal sehen wir ja hier, unverkennbar, das ist der CPU-Sockel, aber dort ist noch was anderes. Im BIOS stand jetzt gerade, zumindest soweit ich mich erinnere, nichts von irgendeiner dedizierten Grafikeinheit, aber hier ist was drunter. Ich habe gerade mal eben runtergeschaut und da ist tatsächlich ein Chip von AMD. Da ist ja immer nur Modellnummer auf dem eigentlichen Chip drauf. Die habe ich gegoogelt und dann kam da irgendwie Chipsatz 100% Working raus, was man irgendwie für 15 € kaufen kann. Und ich dachte mir, okay, AMD-Chipsatz bei Intel, hallo, das passt nicht. Ich habe einfach mal die Modellnummer eingegeben und es gibt so eine Art Glossar oder Produktvorstellung bei sehr vielen OEM-Geräten. Und da wird dann gezeigt, ja, das wäre möglich. Ne? Also Windows 7, Chipsatz, ja. Intel HD-Grafik und AMD Fire Pro W4170M mit 2 GB Grafikspeicher. Weil sich dort und dort Speicherchips befinden, kann man davon ausgehen, dass da wohl eine dedizierte Grafikkarte drin verbaut ist. Also wird Videoschnitt hiermit wohl möglich sein. Das heißt, ich kann das Teil mit zu Kiara nehmen und da auch noch ein Video weiterschneiden oder so. Und das ist ja wohl ganz cool. Also wenn das alles so klappt. Das Teil ist von 2014, aber das dürfte. Ja, käme auf den Versuch an, auf jeden Fall. Aber schön, dass ich jetzt mal wieder die Möglichkeit habe. Wer sich noch zurückentsinnt, damals, als der Kanal noch ganz klein war, habe ich ja nach dem Abi in der Tankstelle gearbeitet. Und während der Nachtschichten, da war da eigentlich nie was los. Da hatte ich meinen damaligen Laptop dabei und habe dann da noch das ein oder andere Video geschnitten oder an meinem Buch geschrieben oder so. Das war richtig cool gewesen.
Und naja, als ich dann da nicht mehr gearbeitet habe und die erste Ausbildung begonnen habe, da brauchte ich ja dann ja eigentlich keinen Laptop mehr für unterwegs. Aber ja, dazu gibt es auf jeden Fall auch noch ein Video. Ich habe es mir dann aber doch nicht nehmen lassen, hier einmal kurz reinzuschauen. Ist ganz typisch. Arbeitsspeicher, WLAN-Karte. Das dürfte eventuell ein Anschluss sein für den Ladeport oder vielleicht auch für Bluetooth oder irgendwas anderes im Gehäuse, vielleicht auch ein Lüfter, obwohl der dürfte dann. Der sitzt hier, okay, den brauchst du aber, glaube ich, gar nicht. Und sehr vorbildlich, das sage ich auch immer, wenn man einen Laptop an jemand anderen überäußert und dann sagt: Ich möchte gerne die Festplatte behalten, bitte solche HDD-Caddies immer mit reinlegen. Der Nachbesitzer wird es euch danken, wenn zumindest die Teile dabei sind. Da müssen jetzt nicht alle Schrauben dabei sein. Das ist auch, naja, relativ einfach hier. Man kann da auch die Festplatten irgendwie reinkleben. Und es kostet ja nur 2 Minuten, das hier dann mit reinzulegen. Vor allem hier so ein Kabel, aber das fällt einem wohl auf, dass das drin bleiben muss. Aber wenn das Kabel nicht dabei ist, dann bleibt der einzige Ausweg, eventuell eine Festplatte zu verwenden, hier eine mSATA-SSD drin zu verbauen. Oder wenn man Glück hat, nimmt man sich so einen Teil anstelle des DVD-Laufwerks als kleinen Denkanstoß für den Fall, dass es bei jemandem so sein könnte. Na, aber na, alles richtig gemacht, danke auf jeden Fall. Auch für den anderen Laptop, falls ich noch nicht Danke gesagt habe. Das ist wirklich sehr, sehr lieb. Überraschenderweise befindet sich auf diesem Mainboard einer der AMD FX-Prozessoren, und zwar das 6-Kern-Modell 6300. Damit kannst du jetzt keine Bäume ausreißen, ne? Aber packst du hier eine 1050 Ti drauf, ne? Wenn du mal eine kriegst. Und das dürfte dann so halbwegs wohl passen, so ein bisschen. Ich würde natürlich drüber nachdenken, einen anderen Kühler zu besorgen. Da muss ich aber selber erstmal schauen. Weil ich habe nur noch solche AM3-Kühler, weil ich die normalerweise, ne? Die werden nicht immer so oft benötigt hier. Ja, 4 GB Arbeitsspeicher haben wir noch. ATI Radeon 3000 Graphics ist die interne Grafikeinheit hier. Ich habe auch diesen Lüfter mal angeklemmt. Das war ja der mit nur drei Blättern, sage ich jetzt mal. Und der kann ganz schön laut werden. Ich frage mich wirklich, wozu der verbaut wurde in einem System, weil das ja, na, ist schon ein bisschen laut. Die Karte funktioniert auf jeden Fall. Ich versuche jetzt gerade einen Benchmark mal zu starten, allerdings nur mit DirectX 9, weil DirectX 11 wird hier ja nicht klappen. OpenGL kann man auch auswählen. Vielleicht steht das GL dann ja irgendwie so dafür. Wir warten jetzt mal ab, ob da noch irgendwas passiert oder ob er abschmiert oder sonst was. Ist ja auch keine Spielekarte, ne? Ich gucke gleich nochmal genau bei den Spezifikationen, aber DirectX 9 sollte doch laufen. Ich habe gerade auch mal hier reingeschaut. Das Teil hat ja über Nacht geladen und diese LED, die leuchtet auch, wenn hier irgendwas ein bisschen mit Strom versorgt wird. Allerdings glaube ich nicht, dass man das Teil über die Solarzelle wirklich vernünftig laden kann. Ich wollte es auch eigentlich nur zerlegen, um zu schauen, wie die Kapazität des Akkus aussieht. Aber naja, das ist alles so verklebt und ich möchte nicht, dass es kaputt geht. Ich habe es jetzt über Nacht geladen. Als Powerbank kann man das natürlich immer noch benutzen. Ist eine Nettigkeit hier mit der Solarzelle. Sieht aber auch komisch aus. Das Board ist da schief drin und so. Aber ja, solange das noch so funktioniert und wenn hier diese LED leuchtet für die Solarzelle, die wird auch heller, wenn ich das da oben ans Licht packe. Also scheint das ja wohl noch zu funktionieren. Ah ja, DirectX 11 geht kurioserweise. Also entweder, weil DirectX 11 an sich installiert ist und DirectX 9, also ja, ich habe da nichts installiert, sagen wir mal so. Aber das ist eine hübsche kleine Diashow, ne? Wunderbar. Also eigentlich wollte ich euch noch mal den Lüfter zeigen. Der ist nämlich schön laut. Ist jetzt nicht übermäßig warm hier. Allerdings ist die TDP hier jetzt ja auch, obwohl, ist höher als bei so mancher CPU, also müsste das eigentlich warm werden, aber der Treiber ist von 2009. Aber das Wichtige ist ja nur, dass sie funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist ein echt richtig, richtig cooles Design. Ich hoffe, warte mal, ich mach mal was Gewagtes. Ich nehme das, glaube ich, einfach mit auf den Thumbnail irgendwie, weil das sieht, das hat wohl, ne? Das hat wohl was. Packst du da eine LED rein oder so? Das sieht richtig cool aus. Also ist wahrscheinlich eher so ein Staubsauger und die müsste man nochmal sauber machen, aber ich
glaube, das hat schon Sammlerwert, oder? Passend zu dem Lied Stairway to Heaven, was ich gerade höre. Diese Karte ist über den Berg. Die macht mir nämlich kein Bild mehr. Oh, was machst du jetzt? Ach, bist du tief genug gesunken? Ja, okay. Bei der Karte hat er irgendwann nur noch ein schwarzes Bild gemacht. Ich kam in den Steuerung Alt entfernen, in das Menü rein. Aber wenn ich auf den Taskmanager gehen wollte und so weiter, dann kam einfach nichts mehr. Und da habe ich gesagt, ja gut, Treiber von 2009. Da müsste man für die Karte wahrscheinlich Windows 7, vielleicht Windows Vista installieren. Und dann könnte man damit vielleicht noch was werden mit uralten Treibern. Da muss man mal schauen. Das hier werden, denke ich mal, die einzigen Lüfter sein, die ich hier und da mal verwenden werde für irgendwas. Weil es entweder 4-Pin-Modelle sind oder weil sie leuchten. Dieser hier macht extrem viel Luft, ist auch sehr, 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 sehr laut. Ja, kann ich euch aber nicht zeigen, den muss ich nämlich festhalten, weil der sonst über den Tisch fliegt. Also ja, der bewegt sich auf jeden Fall ständig von Ort zu Ort. Das ist sehr gefährlich damit. So, was machst du da jetzt eigentlich? Ich habe übrigens rausgefunden, dass es diesen 2-Pin-Anschluss gibt. Da kann nochmal zusätzlich nur 12 Volt angeschlossen werden. Habe ich gerade durch ein Experiment herausgefunden. Und dann leuchten die LEDs hier auch ein bisschen heller. Die Leuchtmodus ändern sich hier, glaube ich, automatisch irgendwie mal. Der ist aber auf 12 Volt einfach viel zu laut, als dass ich sagen würde, ja, kannst du so machen. Falls ich es noch nicht im Verlaufe des Videos erwähnt habe, danke auf jeden Fall fürs Zuschicken. Es ist so, ich habe den Kram gekriegt und habe mir dann erst die Audio vom Absender angehört. Deswegen wusste ich vorher noch gar nicht Bescheid, dass bei dem Laptop beispielsweise, dass es beim Windows Update irgendwie Probleme geben könnte. Sowas Ähnliches hatte ich ja demnächst schon einmal gehabt mit einem HP Laptop hier von einer Freundin und der Laptop ist auch schon wieder da. Also hier das komische Ding da, der soll sich beim Starten dann wieder aufhängen, weil es irgendwelche Update-Probleme gibt. Falls jemand von euch sowas schon mal gehabt hat und eine Patentlösung dafür hat, gerne in die Kommentare. Aber ich denke, bei sowas ist das nicht ganz so... Aber kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, du stellst die Updates einfach aus. Obwohl, kann man machen, aber... Und das ist ja auch noch kein altes Teil. Und der von Dell, ja, der mag vielleicht von 2015 sein, aber das ist für mich jetzt nicht alt. Ich erwarte übrigens auch von Atos noch ein zweites Paket. Das heißt, wenn es da ist, vielleicht direkt hiernach, wird dann noch ein zweiter Part folgen. Dann schauen wir da noch rein, was wir mir da noch zugeschickt haben könnte. Ja, es wird zu den beiden Laptops auf jeden Fall ein Video geben, habe ich mir so mal gedacht. Vor allem bei dem Dell-Teil. Da müssen wir mal schauen, der andere Laptop. Also wirklich Wahnsinn, dass so etwas noch hergestellt wird. Also 20 Cinebench-Punkte. Tja, ist nix. Aber habe ich ja auch schon gesagt, ich wiederhole mich, glaube ich. Würde dann aber sagen, sonst ist nichts mehr. Boah, das hat mein alter Ausbilder immer gesagt. Ja, wenn nichts mehr ist, dann könnt ihr nach Hause gehen, ne? Jeden Tag, 20 Minuten nach Feierabend, weil man noch aufräumen musste. Oh, ich mag die Person nicht. Der ist ganz komisch. Aber zum Glück werde ich ihm zumindest auf beruflicher Ebene, sodass er mir irgendetwas zu sagen hätte, nie wieder über den Weg laufen. Und das ist auch gut so. Wer noch gar nichts davon weiß, such mal bei YouTube, ich wurde angezündet. Oder Kfz-Mechatroniker-Ausbildung oder so. Da jammer ich eine Stunde rum, wie scheiße die Ausbildung doch gewesen ist. Obwohl das ist eigentlich kein Jammern, sondern eher irgendwie traurig. So mit so Geschichten, sollen wir dir noch einen roten Teppich ausrollen, weil du in der Ausbildung was lernen willst? Gut. Ich war in der Schule auch nie derjenige, der irgendwas lernen wollte, aber Abi habe ich und naja. Ich glaube, ich sollte dazu mal einen zweiten Part machen. Ich habe noch so viel zu erzählen, mein lieber Mann. Jo, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal fürs Zusenden, fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.